Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich ein bisschen über das Thema reden, haben sich die Spieler von WoW Classic das Spiel selber kaputt gemacht? Ja, schwierige Problematik, wo jeder so ein bisschen seine eigenen Meinungen hat. Ich meine, wir sind alle verschiedene Spieler, jeder hat auch verschiedene Dinge im Spiel, die ihm Spaß machen, die ihm Freude machen. Von daher, da wird man sowieso nie auf einen Nenner kommen und ich denke, das ist auch mit die größte Herausforderung an einem MMO, dass man einfach so viele verschiedene Spieler hat. Ne, man hat die Hardcore-Progress-Spieler, man hat die Casual-Gamer und so weiter. Und man muss wahrscheinlich auch von der Seite von Blizzard her am Ende schauen, dass man irgendwann realisiert, ey, man kann sowieso nicht alle glücklich machen. Nun ist es so, dass ich Classic, ja, natürlich, wie wir alle wissen, seit dem Release gespielt habe. Am Anfang war der Hype sehr groß, also zu groß fast schon, was da zum Teil abging auf Twitch, über 1 Million, glaube ich, Viewer. Ja, gefühlt jeder war am Hypen, jeder war am Start und ja, im Laufe der Monate habe ich sehr viele Nachrichten von den verschiedensten Leuten bekommen, die gequittet haben, die einfach so verloren gegangen sind auf dem Weg. Und ich habe mir dann immer so gedacht, okay, das waren keine wirklichen Fans von Classic, so, also das war so ein Hintergedanke, den man halt dann so hat. Ne, kennt ihr ja auch, kann man halt manchmal nicht so wirklich abstellen. Ich habe dann immer so gedacht, ja, vielleicht waren die einfach, denen war nicht klar, wie zeitintensiv Classic wird. Die haben irgendwie das nicht verstanden, die haben irgendwie kein Durchhaltevermögen oder die haben irgendwie doch andere Prioritäten. Und bei einigen mag das sicherlich zustimmen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen versäumt, darüber nachzudenken, dass vielleicht ja auch die Spieler gar nicht das Problem waren, die quasi ja sich überrumpelt gefühlt haben und die irgendwie nicht 500 Gold Consumables farmen wollten für jeden Raid und die alles langsamer machen wollten. Vielleicht waren die ja gar nicht das Problem, vielleicht waren wirklich die Spieler das Problem. Beziehungsweise diese Mentalität von einigen Spielern, dass man einfach sich auf Krampf hardcore-mäßig vergleichen muss über die Logs im PvE. Und vielleicht hat dieses Verhalten von diesen Spielern dazu geführt, dass sich die anderen Spieler, die einfach nur chillen wollten, die einfach nur eine schöne Zeit im Spiel haben wollten, die einfach nur einen MMO spielen wollten, wo es einfach darum geht, eine Welt zu erkunden und halt irgendwie gelegentlich PvE und PvP zu machen, vielleicht wurden die von diesen Spielern vertrieben. Und ironischerweise bin ich wirklich erst vor ein paar Tagen auf den Gedanken so gekommen und habe mir so überlegt, ja wow, so, ne, habe ich so an ein paar Namen gedacht, an den, an den, an den. Und auch wie einige Gilden am Anfang aufgebaut waren. Und irgendwie sind echt die meisten Gildenprojekte auch, die am Anfang eigentlich gar nicht zum Ziel hatten, Progress zu werden oder irgendwie richtig fett mit World Buffs und 100.000 Consumables in den Raid reinzuballern, sondern die einfach nur entspannt raiden wollten. Die meisten dieser Projekte, die sind in Progress-Gilden quasi gemündet. Oder die gibt es nicht mehr. Also es gibt irgendwie nur das eine oder andere geführt. Und dann habe ich echt so überlegt, boah krass, irgendwie haben sich die Leute das Spiel selber so unglaublich, unglaublich erschwert dadurch und so vielen anderen irgendwie auch die Freude an dem Game genommen, indem man dann sagt, wenn man da und da wiped, ist man ein Noob, wenn man das nicht hat, ist man ein Noob, wenn man die und die Gilde macht es so schnell, wir müssen es auch so schnell machen. Dieses ständige Vergleichen, dieses ständige E-Sport-mäßige in einem MMO, auch unterstützt durch die entsprechenden Webseiten, Warcraft-Logs, wo man sich eben vergleichen kann, durch Add-ons, wo man genau sehen kann, wer wie viel Schaden macht, wo die Leute wirklich analytisch rangehen können und genau gucken können, okay, was haben die Leute falsch gemacht, was haben sie richtig gemacht. Diese Meta ist einfach so stark geworden und so übermächtig in WoW Classic, dass sie einfach alle anderen Aspekte, ja, weggedrängt hat irgendwie. Und wenn man sich einloggt, dann sieht man eigentlich niemanden in der Welt, weil jeder ist ausgeloggt, weil er die World Buffs irgendwie hat und jeder loggt sich ein und es geht nur darum, möglichst effektiv alles zu machen, möglichst effektiv Gold durch Boosten in den Innis zu farmen, möglichst effektiv zu raiden. Man muss, es gibt Port-Systeme, um zu den Innis hinzukommen und keine Ahnung. Also alles,
was eigentlich in der offenen Welt in einem MMO Spaß macht oder irgendwie auch dazugehört, wird wegrationalisiert. Letztendlich Raid-loggen irgendwie gefühlt 80% der Leute sich einmal die Woche am Mittwoch ein, clearen alles in 3 Stunden und loggen sich wieder aus bis zur nächsten Woche. Aber es gibt Ausnahmen, es gibt viele Dinge, die immer noch stattfinden. Es gibt PvP-Stammgruppen, die sich gefunden haben. Es gibt Leute, die entspannt raiden. Ich weiß jetzt schon wieder, wenn ich an die Kommentare hier drunter denke, es wird viele Leute geben, die auch sagen, hey, scheiß doch auf alles so, ich habe immer noch Freude an Classic. Und ja, ich will euch das gar nicht absprechen. Es gibt viele Leute, mich eingeschlossen, die das alles nicht machen und immer noch Bock auf Classic haben. Die einfach ein BG machen, die in Fellwood Kräuter farmen und hoffen, dass man mal irgendwie einen Hordler trifft. Aber die Playerbase, ne? Wir haben uns die Playerbase damit wegrationalisiert. Wir alle irgendwie durch unser Verhalten. Das ist mir ironischerweise erst vor ein paar Tagen so wirklich klar geworden, dass wir selber das Problem verursacht haben. Dass wir selber eigentlich diese Umstände bejammern, so eine Art, uns über die Umstände aufregen, die wir selber herbeiführen. Das Spiel ist nicht das Problem. Das Spiel ist einfach so, wie Vanilla eben war. Natürlich, es gab einen anderen Patch-Niveau, dadurch wäre es ein bisschen schwieriger geworden, aber Leute, auch mit einem anderen Patchstand wäre es nicht krank schwieriger geworden. Die Leute hätten genau auch alles so gemacht und wären überall trotzdem durchgerusht. Da bin ich fest von überzeugt. Und Classic sollte einfach eine Möglichkeit sein, um die alten ersten Anfänge von WoW nochmal erleben zu können. Ne? Wie war das eigentlich damals? So, wie hat WoW seinen Ursprung gehabt? Und irgendwo im Verlauf des letzten halben Jahres ist irgendwie so dieser Grund, warum Classic eigentlich nochmal gekommen ist, so unter die Räder gekommen. Und irgendwie, ironischerweise, sind viele in Classic reingegangen, weil sie, glaube ich, keinen Bock mehr auf Retail hatten, auf diese Retail World-First-Mentalität, schnell alles rein, Sachen farmen, sich über Logs vergleichen und so weiter. Und letztendlich haben die Spieler in Classic genau das Gleiche gemacht. Die ganzen Log-Schematiken und so weiter, Strukturen, Add-ons und. Ja, wir haben alle Einzug in Classic gefunden. Und genau das, wovor die Spieler eigentlich aus Retail geflüchtet sind, haben sie sich selber auch wieder in Classic erschaffen. Jetzt sind wir einfach an einem Punkt angekommen, dass man einfach merkt, ey, wir haben uns die Base von Classic haben wir uns wegrationalisiert. Die meisten Spieler sind weg. Und jeder, der nicht bereit ist, in einem Raid oder in vielen Raids All-In zu gehen, der sich nicht darauf konzentrieren möchte, Spaß zu haben im Raid oder irgendwie eine geile Zeit gemeinsam zu haben, zusammenzuwachsen als Community, der gerät unter die Räder. Und es geht nur darum, möglichst effektiv 99er Logs zu farmen. Und ein Raid ist direkt ein Drama und ein Wipe ist direkt ein Drama. Und jetzt sind wir an dem Punkt gelangt, wo viele Leute sich über Memberschwund in den Gilden wundern, sich über leere Welten in der offenen Welt wundern. Ich mich eingeschlossen, eben auch gewundert, wo sind die Leute hin? Irgendwie? Ich gehe auf Patchwork, deutscher PvP-Server, gehe ich rum. Ich finde keine Leute mehr gefühlt im PvP. Außerhalb der Raid-Zeiten natürlich. Zu den Raid-Zeiten geht es noch einigermaßen. Und ja, wir haben einfach den Punkt erreicht, wo wir irgendwie jetzt nur noch eine Community in Classic haben, die einfach hardcore raidet und alles andere ist eigentlich weg. Und ich muss sagen, so jetzt im Nachhinein betrachtet, ist man eh immer schlauer, logisch, klar. Finde ich es einfach schade, glaube ich. Finde ich die Entwicklung einfach schade und ich selber habe auch viele Monate nicht geschnallt irgendwie und ich hätte mich auf ganz andere Dinge konzentrieren sollen noch. Ich hätte einfach, glaube ich, eine ganz entspannte PvP-Gilde mit ein paar Leuten am Anfang gründen sollen und jeden Tag nur PvP machen sollen und fertig irgendwie. Und hätte mich gar nicht so auf diese Progress-mäßige PvE-Schiene leiten lassen sollen. Aber irgendwie wurde man da so unterschwellig reingedrängt irgendwie und es war so ganz komisch irgendwie. Und
weiß bis heute nicht, warum das so gekommen ist, irgendwie alles, aber. Ja, gut. Jetzt wurde Shadowlands angekündigt. 24. November, ein Tag vor meinem Geburtstag, by the way, lol. Anderthalb Wochen später kommt Nax für WoW Classic, der letzte Raid in Classic. Für viele verfrüht. Für mich eigentlich, wenn ich mir die aktuelle Community anschaue, vollkommen in Ordnung. Die ganzen Hardcore-Gilden, die ganzen Progress-Gilden haben Akku Clear, haben meistens auch schon ihr Gear am Start. Von daher, ja, eigentlich ist der Zeitplan passend für die Spieler, die noch da sind, ne? Muss man ganz klar so sagen. Und wir haben uns, glaube ich, alle viel zu viel da hineingesteigert und zu viel auch von Blizzard irgendwie auch erwartet. Für Blizzard ist es einfach nur ein Angebot, dieses alte Spiel nochmal zu spielen. Ja, die machen sich nicht so intensiv Gedanken, wie ist das und das und das. Es ist einfach ein Angebot und die Spieler müssen selber entscheiden, was sie daraus machen. Und sie haben sich dafür entschieden, den Hardcore-Weg zu gehen in vielen Fällen, den Retail-Weg ein Stück weit auch. Und so ist es halt einfach. Das sind die dominanten Spieler gewesen anscheinend, scheinbar. Die anderen wurden beiseite gedrängt. Und ja, wir nähern uns dem Ende von Classic. Und ich muss einfach sagen, das erste halbe Jahr war richtig geil. Das erste halbe Jahr war wirklich richtig geil. Und dann irgendwie kam so ganz schleichend irgendwie dieser Moment, wo man so gemerkt hat, ey, irgendwie, und diese Magie ist irgendwie doch nicht mehr da. Ne? Also diese Magie, die kannst du einfach nicht nochmal holen von 2005. Und bin mal gespannt, wann Burning Crusade kommt. Dann wahrscheinlich, wenn Nax wirklich im Dezember schon kommt, wird es nicht mehr so lange bis zur Burning Crusade Beta dauern. Und mein Fazit kann ich einfach nur sagen, Leute, ich werde in Burning Crusade nicht raiden. Ich werde nicht raiden in Burning Crusade. Ich weiß, werden viele irgendwie sagen, ach, die Pfeiler, du laberst doch nur und auf Twitch wirst du eh irgendwann mal umentscheiden und aber ohne Scheiß, Leute, ich glaube wirklich, also ich werde nicht raiden in Burning Crusade, weil ich 100% davon überzeugt bin, dass genau diese gleiche Mentalität auch in Burning Crusade weiter fortbestehen wird. Ich werde mich in Burning Crusade ausschließlich auf die Arena konzentrieren. Ich habe richtig Bock auf Arena-PvP. Das heißt, wenn ihr in Burning Crusade einen Druiden spielen wollt, ich brauche explizit einen Druiden fürs 2&2, ich werde einen Hexer spielen, dann meldet euch gerne im Discord bei mir oder schreibt mich in-game an, keine Ahnung. Schreibt mir einen YouTube-Kommentar, wie auch immer, mit eurem Discord, Battletech oder was auch immer, Battlenet-Tech, ihr wisst Bescheid. Ich suche nach Druiden und auch generell nach ein paar Leuten, die Bock auf PvP haben in Burning Crusade. Und fertig. Aber die Raid-Geschichte in Burning Crusade wird wahrscheinlich genau so hardcore werden wie in Classic. Oder gibt's Casual-Gilden auf Patchwork? Da draußen, meldet euch bei mir. Was habt ihr für Burning Crusade geplant? ja, keine Ahnung, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick in meine Überlegungen gerade geben. Es war ein bisschen viel, aber irgendwie muss es einfach mal raus. So, die Frage heute war einfach, haben sich die Spieler das Spiel selber kaputt gemacht? War der Blizzard-Typ, mir fällt der Name J. Allen Brack oder so, glaube ich, jetzt gerade nicht ein, you think you do, but you don't. Hatte er recht? Schreib's mir in die Kommentare. Er hatte nicht recht, Leute. Er hatte nicht recht, aber er hatte. Eigentlich hatte er nicht recht, aber die Spieler haben zum Teil selber dazu geführt, dass er doch recht hatte. Das war das Schlimme. Bis zum nächsten Video. Euer Defiler. Ciao, ciao.